Hallihallo, liebe Leute, und weiter geht's auf der Suche nach einem neuen Weg in Mega Man Legends. Auf der Suche nach sozusagen eventuell der Bonn-Familie, die Piraten sozusagen. Oder halt, ja. Wir müssen einfach erstmal gucken, wo wir jetzt weiter können. Weil ich nämlich gerade jetzt echt nicht mehr genau weiß. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwo wirklich noch was finden. Wir müssen einfach mal wirklich eventuell in der Stadt noch ein bisschen uns ein bisschen mehr umsehen. Weil eventuell habe ich da noch eine Tür noch nicht betreten oder so. Müssen wir mal gucken. Deswegen gehen wir jetzt erst noch mal in die Stadt. So, Sesam, öffne dich. Dann wollen wir mal hier noch mal ein bisschen gucken. So. Also ich glaube, da vorne finden wir auf jeden Fall nichts. Hier in diesem zentralen Bereich glaube ich sowieso allgemein nicht. Müssen wir wirklich da vorne in den Stadtbereich. Wobei, da habe ich eigentlich auch schon alle Türen aufgemacht. Ich muss einfach mal gucken. Weil wirklich, ich bin jetzt echt am Überlegen. So viele Gebiete gibt es ja eigentlich nicht, die wir jetzt ansteuern können. Naja, hier werden die Häuser auf jeden Fall auch gerade gebaut. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen nochmal in den westlichen Teil. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus. Weil ich glaube, hier oben in diesem Bereich waren wir noch gar nicht. Da drüben sehe ich auf jeden Fall ein unbekanntes Gebäude. Wiley's Boat? Wiley hat hier sogar einen Boot-Shop? Okay, er ist also freundlich geworden. Da haben wir sogar das Schiff. Moment. Hast du gehört, was passiert ist? Jemand hat alle Boote hier gestohlen. Nun ist das einzige Boot, was noch übrig ist, kaputt. Schade, dann können wir also nicht auf See. Eine Box. Okay, wir kriegen Geld. Yay, toll, 20 Seni. Aber ist leer. Okay. Können wir da nicht irgendwie rüber? Okay, wir müssen den Umweg gehen, natürlich. Mega Man schafft es nicht, über diesen Zaun zu springen. Das ist ein Modell eines der Boote. Es würde nicht möglich sein, es zu benutzen. Okay, und du bist wahrscheinlich Wiley, oder? Du hast eine Augenklappe sogar. Brauchst du ein Boot? Normalerweise könntest du eins mitnehmen. Aber wir haben kein Boot momentan hier, tut mir leid. Ich wollte auch ein Boot ausleihen. Was? Zu den Ruinen? Nein, nein, ich nicht. Ich wollte einfach bloß fischen gehen. Da gibt es bestimmt große, schöne Fänge in diesem See. Der Dock ist in diesem Weg. Aber du wirst kein Boot finden. Ich habe gehört, dass jemand alle Boote gestohlen hat. Wer würde so was bloß tun? Na, die Piraten, wer denn sonst? Da ist sogar ein Surfboard. Du sagst, dass wir die Boote gestohlen haben? Ich frage mich, warum so etwas jemand tun würde. Tja. Warum wohl? Ich komme noch nicht mal da drüben auf dieses, zu diesem U-Boot. Schade. Gibt es echt keine Möglichkeit, da hinzukommen? Moment, diesen Mast, kann ich den hier hoch? Oder kann ich das hier? Moment. Ne, wir kommen da absolut echt nicht hin. Aber irgendwie müssen wir doch wirklich an dieses U-Boot da hinkommen. Na gut, dann können wir es eben nicht. Wir können ihnen auch irgendwie kein Geld geben, dass das U-Boot repariert oder so. Das ist schade. Das ist... Moment, ich habe die falsche Tür genommen. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Tut mir leid, keine anderen Boote hier. Jemand hat alle meine Boote gestohlen. Ich habe nur noch eins übrig und das ist kaputt. Das wird dir nicht viel von Nutzen sein. Trotzdem will ich noch nachgucken gehen.
So, vielleicht kann ich euch hier Geld geben. Das Einzige, das mit diesem Boot falsch ist, ist, dass der Refraktor ein bisschen Ärger verursacht. Wenn ich einen größeren Refraktor wie dein hätte, könnte ich es vielleicht reparieren. Okay, dann rufen wir mal Roll. Wir haben ja einen Gott sei Dank ausgegraben, dann können wir es doch reparieren. Someone's been taking really good care of this boat. There! Whoa, do you really think you should be doing that? Would you look at this engine? Let's see. All we need to do is fix the transformer and the refractor and it'll be as good as new. Whoa. And what do you think you're doing, hmm? Huh? Mega Man, could you hand me a wrench? Just a sec, Roll. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob sie es hinkriegen. Hauptsache, wir können endlich zu den Ruinen. There we go, all fixed. Whoops. I'm sorry. I don't know what came over me. I just started fixing the ship and... You really love machines, don't you? I can tell just by looking at your face. Hmm? Well, your face. It's covered with grease. I'm glad I could get someone as pretty as you to fix my boat for me. Tell you what. You can use it anytime you want. We'll be able to get to the island now. That's great! Let me know when you want to go out to the island. I'll pilot the boat for you. See you later. Okay. Wenn du das Boot genauso scheiße steuerst wie das Auto und mich auch dann über den Haufen fährst, dann wird das nichts. Aber egal. Data ist sogar auch hier. Du weißt, wenn du auf das Boot willst, musst du die Türen benutzen, ja? Ja, das ist uns in dem Fall einigermaßen klar. Jetzt können wir endlich wenigstens zu den nächsten Ruinen fahren. Und das werden wir jetzt natürlich auch machen, ist ja wohl klar. Jetzt, wo wir das Ding in Gang gekriegt haben, doch mal abfahren. In der Zeit kann sozusagen die Stadt vernünftig aufgebaut werden. Und dann ist alles wie ein Butter. Also dann, Leute, auf geht's. Es ist das Boot. Roll rufen. Mega Man, are you ready? Yup, let's go. Here we go. Und ab geht die Reise. Hinaus auf die weite See. I'm picking something up on the sonar. Keep an eye out, Mega Man. I knew it. They're here. Their robots are here. Okay, wir haben mal wieder eine Mission. Wasserkampf. Beschütze das Boot vor den gegnerischen Angriffen. Schieße und zerstöre die roten U-Boote, roten U-Boot-Torpedos und die gelben Schiffraketen, bevor sie das Schiff treffen. Mission Start! Das werden wir doch hoffentlich irgendwie hinkriegen. Haben wir keine da, wo wir irgendwie sehen können, wo die herkommen. Wäre in dem Fall vielleicht recht nützlich. Wir müssen auf jeden Fall diese U-Boote irgendwie versenken. Theoretisch hätte mich wohl sogar da ablassen können. Das hätte einiges an Ärger gespart. So, verhindert. Mega Man, ahead! Okay. Nein, du versenkst das Schiff nicht. Jetzt schießen sie auch noch von oben, oh Mann. Die Piraten geben einfach nicht auf. Noch mehr! Okay, vergesst es. Schießt bloß keine Torpedos. Ich hab gesagt, keine schießen. Hoffentlich schaffe ich das U-Boot irgendwie weitestgehend heile zu lassen. Don't relax yet, Mega Man. Warum nicht? Multiple signals on my sonar. There's a lot of little signals coming from around this ship. Okay.
Wo sind sie denn? Na los, zeigt euch. They're above us. Jetzt auch noch über uns. Na toll, ich kann sie doch nicht mehr treffen da. Na gut, mach sowas so. Auch noch? Worauf soll ich mich denn noch alles konzentrieren? Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Also das U-Boot hat auf jeden Fall schon viel gelitten jetzt. Schlimme ist ja wirklich, dass diese Flugdinger hier jetzt noch lästig sind. Die noch nicht mal so einfach klein beigeben. Da vorne, okay. Sind aber echt eine Menge. Okay, einer weniger. Von diesen Flugschiffen. Okay, der zweite ist versenkt. Das ist fast wie die Schiffe versenken, nur halt schlimmer. Na komm. Du kannst auch runtergehen. Warum macht die mir das so schwer? Na gut, Roy gibt ja Bescheid, wenn irgendwas auf uns zukommt. Dann kann ich mich jetzt erstmal um diese Flugschiffe hier kümmern. Hinter uns? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, aufgehalten. Na los, verschwindet, geht wieder unter. Heilige Scheiße. Oh Mann. Gerade viel zu viel. So, jetzt seid ihr dran. Okay, der nächste versenkt. Und der zweite auch. Nein, nein, nein. Ich frage mich nur, ob diese Dinger irgendwann mal untergehen können. Oder haben wir es geschafft? Nee, das glaube ich noch nicht. Na komm schon, taucht auf. Ich hatte sogar die... Okay, das probiere ich gleich mal. Oh Mann. Das war jetzt aber wirklich haarscharf. Oh Mann. Was für eine Seeschlacht. It looks like we got rid of all their little ships. Yay. Wait. I can see it on the sonar. Heads up, Mega Man. Och nein. Big coming this way. Ja, muss das sein? I knew our little blue boy'd show up. I figured we'd run into him sooner or later if we waited here. Slow ahead! Slow ahead! Die haben das da drin versteckt. Alles klar. Concentrate your fire on the blue boy. Blow him and his little toy boat out of the water. What? But Diesel, if we sink his boat, won't the keys go down with it? Who cares? Once he's out of the way, we can get whatever we want from the man. Right? We've got to take care of him once and for all. Thanks to him, our plans have been completely ruined. I'm gonna teach him a lesson. All right, men, let's do it. What's wrong with me? Why should I care if he... If that little brat dies, I shouldn't. I really shouldn't. Na gut, Leute, aber der nächste Teil der Seeschlacht findet beim nächsten Part statt. Deswegen verabschiede ich mich erstmal hier und sage auf Wiedersehen.